Ich bin ganz ehrlich, Stürzen gehört für mich zum Mountainbiken dazu. Verletzen irgendwo natürlich auch, aber gerade Schürfwunden, besonders am Knie, sind immer einfach richtig nervig. Deswegen gucken wir uns heute diese neuen Knieschoner von G-Form genauer an. Heute gucken wir uns dieses Modell von G-Form, den Mesa Knieschoner, mal genauer an. 130 Euro kostet ein Paar. Das ist preislich in der, ja, ich würde sagen, Mittelklasse angesiedelt, beim Schutzniveau aber in der Oberklasse. Dieser Schoner hat nach EN-Norm das Level 2, das ist die höchste der möglichen Stufen und eignet sich daher auch für, naja, nennen wir es mal politisch, für gewichtigere Einschläge. Der Clou am Mesa ist die quasi zweiteilige Konstruktion. Wir haben einmal hier eine Hartschale, die den Protektor selber nochmal schützt, damit man besser über den Unterboden rutschen kann. Und hier hinter dann noch den eigentlichen Protektor. Der ist relativ einfach entnehmbar. Man kann ihn hier einfach aus der Tasche rausziehen. Und cool finde ich dabei, erstmal ist er extrem meshig. Das heißt, er lässt extrem viel Luft durch und dann soll er auch noch recyclingfähig und sogar biologisch abbaubar sein. Insgesamt hat der Mesa 3 Klettverschlüsse. Das heißt, man muss ihn nicht die ganze Zeit tragen, sondern man kann ihn einfach auch an der Auffahrt zum Trail erstmal ausgezogen lassen und dann einfach, bevor man in den Trail einsteigt, wieder anziehen. Wie gesagt, 3 große Klettverschlüsse. Einmal oben 2 Stück, um den so genau wie möglich an den Oberschenkel, man sieht es vielleicht, ich habe relativ massive Oberschenkel, da ihn vernünftig anpassen zu können. Und dann hier unten nochmal ein plus zusätzlich noch einen Reißverschluss. Insgesamt ist diese Konstruktion recht meshig gemacht, das heißt sehr luftdurchlässig. Wir haben hier oben schon eine sehr große perforierte Fläche. Dann hinter dem Polster an sich, das ist ja auch nochmal zwar schön ausgekleidet, aber auch sehr luftdurchlässig. Und an den Seiten dann auch nochmal. Zusätzlich gibt es dann hier zum Schienbein hin nochmal kleinere Schoner, die ein bisschen mehr Schutz unterhalb des Knies nochmal bieten sollen. Damit er sich auch bei der Trailabfahrt gut anfühlt, ist er insgesamt sehr stretchig. Ich zeige das hier mal. Also er kann sich super anpassen, super anschmiegen. Klar, es ist kein Leitprotektor mit Schutzklasse 1. Das heißt, man merkt ihn auf jeden Fall auf der Abfahrt mehr, als man das mit vielleicht leichteren Knieschonern täte. Aber insgesamt ist das schon sehr bequem. Was mir persönlich richtig gut gefällt, ist die einfache Entnahme des Protektors an sich. Weil man schwitzt ja dann doch viel in den Schonern, egal wie luftig die sind. Die werden dreckig, sie fangen irgendwann an zu stinken. Das heißt, am Ende muss man sie auf jeden Fall mal waschen. Und mit den Schonern an sich ist das immer ein bisschen doof. Ja, G-Form selber empfiehlt es auch, den hier rauszunehmen und in der Handwäsche zu reinigen. Ich hätte jetzt aber auch keine Skrupel, den ohne Schoner einfach in eine Waschmaschine zu schmeißen und da mal ein bisschen rotieren zu lassen, damit er am Ende eines langen Arbeitstages dann doch wieder angenehm riecht. Es gibt übrigens von dem G-Form hier nicht nur einen Knieschoner, sondern in derselben Art auch einen Ellbogenschoner und sogar noch einen Brust- und Rückenprotektor. Das heißt, wenn man sich in Gänze in der Mesa-Kollektion bekleiden möchte, dann ist das natürlich möglich. Wie gesagt, 130 Euro kostet der G-Form Mesa, verfügbar in den Größen S bis XL. Und mir bleibt jetzt nichts anderes mehr zu sagen, außer ich ziehe mich jetzt um und schmeiße mich in Schale, natürlich mit dem Mesa am Knie. Und ja, wir sehen uns auf dem Trail. Ciao!